Wer Jogginghosen trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Ja, und ich grüße euch damit zu einer wunderschönen neuen Aufnahme hier in unserem kleinen Minecraft-LP. Ich dachte, ich beginne das LP heute mal mit einem wirklich wunderschönen Zitat vom lieben Karl Lagerfeld. Ich wiederhole es gerne nochmal. Wer Jogginghosen trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Ich habe mich so schlapp gelacht, als ich das gelesen habe. Ach ja, einfach ein Traum. So. Wer sich jetzt gerade denkt, das hat Jack gesagt. Keine Bange, ich trage auch Jogginghosen. Von daher dachte ich mir auch so, ach ja, schön. Naja, egal, der liebe Karl. Ja, und wie gesagt, ich grüße euch zurück zu einer neuen Aufnahme. Ich habe das Gefühl, ich höre mich irgendwie immer noch ein bisschen... Hilfe. Höre mich immer noch oder schon wieder ein bisschen kratzig an. Könnte auch ansonsten noch was liegen. Und zwar komme ich gerade frisch von meiner Pragreise wieder, die ich glaube ich schon mal angedeutet hatte. Ich hoffe, ich hatte das wie live, danke ich Minecraft. Jo, eigentlich ganz okay. So, ich hoffe, dass ich es angekündigt hatte. Und, doch, in irgendeiner Folge habe ich das erzählt, aber ich glaube, die kommt auch erst, wenn ich schon längst wieder bin. Wenn ich wieder da bin. Ich habe ein bisschen viel voraufgenommen. Aber egal, deshalb bin ich auch jetzt wieder hier. Und, ja, ich höre mich gerade irgendwie auch selber nicht ganz. Da kommt man frisch aus dem Urlaub wieder und hat schon ein paar Probleme mit dem Hören. Irgendwie habe ich auf meinem rechten Ohr mehr Druck als auf meinem linken oder sowas. Ich weiß nicht genau, da muss ich die Tage eh nochmal zum Arzt latschen. Aber was soll's, ich glaube, jetzt habe ich es erstmal hinbekommen und jetzt muss ich sowieso aufnehmen oder möchte auch unbedingt aufnehmen. Ich habe jetzt schon seit, ich glaube 3 oder sogar fast 4 Wochen nicht mehr gezockt, gar nichts mehr, weil ich vor Prag eine Menge zu tun hatte und so viel voraufgenommen hat, dass ich eigentlich, ja, gar nicht spielen musste. Und das Einzige, was ich noch weiß, ist, dass wir letztes Mal hier aufgehört haben, aufgrund von Rohstoffmangel. Und ich habe ja von euch auch wieder Millionen, Tonnen, tolle... Sachen bekommen, wie ich das betone. Nee, Ideen und alles bekommen, was ich hier noch bauen sollte im Dorf, wie ich das verbessern sollte und. Ich glaube, die Folgen wohl mit dem Dorfanbau anfangen zu bauen, die seht ihr auch erst. Nee, ich glaube, angefangen haben wir schon. Ich glaube, ihr seid gerade da, wo ich den Marktplatz baue. Kann das sein? Wir haben heute den 21.10. Das wird übrigens vielleicht, oder ich sag mal sehr wahrscheinlich sogar die letzte Aufnahme, in der wir mit der Minecraft-Version, was sind wir gerade, 1.3 spielen. Am 24. kommt ja das 1.4er-Update, aber je nachdem, wie lange die ganzen Mods, die ich dann gerne hätte, brauchen zum Updaten. Was ist denn da? Ist da irgendwas? Ach, das ist die Wand. Das sah irgendwie weiß aus. Ja, je nachdem, wie die ganzen Mods dann eben wieder brauchen. Ach, ich erinnere mich, hatte ich mich hier nicht die Bäume gepflanzt und dann über den netten Augenarzt damals beschwert? Ich beschwere mich auch so wirklich über alles. Gut. So. Keine Ahnung, was ich jetzt eigentlich machen soll. Ich würde generell ja eigentlich gern wieder mein Dorf ein bisschen weiter pflanzen. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin jetzt bei Folge 200 noch was. Und weil ich ja in irgendeiner Folge schon mal sagte, dass ich vorhabe, demnächst wieder ein paar Specials zu machen, habe ich mir gedacht, werde ich das mit dem Dorf doch so ein bisschen aufschieben, sodass wir zwischendurch immer wieder mal ein Haus fertigstellen. Und voll fetzige Angry Birds Musik, nein. Und dass wir zwischendurch immer mal wieder... Ja, ich sag mal, ein bisschen was weiter gucken, ein bisschen was weitermachen hier. Einfach, um ein bisschen was hinzubekommen. Im Dorf dann quasi. Und dann pünktlich zur Folge 300 habe ich eben vor... was habe ich denn vor? Genau, das kleine Dörfchen zu besiedeln. Das heißt, was soll ich denn jetzt machen? Weiß ich gar nicht. Theoretisch müsste ich das Zimmer dekorieren. Praktisch brauche ich dafür aber noch... hier, das Zeug da. Und ein paar Kühe müssten eigentlich sterben. Eigentlich. Was ist das eigentlich? Die müssen eigentlich sterben. So, zack. Und dann. Zoom. Bam, bam, bam. Wir könnten eigentlich auch schon anfangen mit der Farm. Oder nee, wisst ihr was? Ich muss mal gleich nochmal was gucken. Bam, bam, bam. Die Musik ist übrigens schön. Ich weiß gar nicht, läuft. Oh, ich hab keinen Platz mehr. Schmeiß ich ihn jetzt weg? Warte, ich schmeiß mal nichts weg. Läuft das eigentlich schon, wenn ich jetzt hier noch am Basteln bin? Das weiß ich gar nicht. Oder? Ja, ich bin unsicher. Ich verrate mal lieber nix, was noch kommt. Aber ganz ehrlich, wenn ich schon bei Angry Birds Musik bin, ich glaube, dann wisst ihr schon, was kommt. Oder was voraussichtlich kommen wird. Wo packe ich denn das jetzt? Packe ich das zu essen? Ich packe das erstmal in die... Oder nee, ich packe es in die Grünzeugkiste, ne? Genau. Du, 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 du. Bam, 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 bam. So, mal schauen. Wir können eigentlich gleich mal mit was anderem anfangen. Mit einer anderen Bauidee, beziehungsweise mit einer nötigen Idee. Obwohl, dafür wollte ich jetzt gerade nochmal... Ich wiederhole mich gerade, kann das sein? Ich wollte doch
Habe ich nicht gerade? Ich habe irgendwie Déjà-vus. Naja. Prag macht ein verrückt. Sagen wir es so. Nee. Also ich kann es ja jetzt mal ein bisschen was nebenbei erzählen, während ich hier rumlaufe und irgendwie versuche mich ein bisschen zu koordinieren. Aber ehrlich gesagt passt mir die Musik da gar nicht. Du. Was haben wir denn so? Ach ja. Du. Irgendwie dieses halbfertige Dorf da. Ach, da kriege ich irgendwie auch so das... Wieso schwebt ein Zaun? Ist der irgendwie weg? Und mal, bin ich nur blind oder seht ihr auch den Zaun irgendwie da ein Stückchen fehlen? Ach, das ist der Zaun vom Brunnen und das ist wahrscheinlich das, wo ich noch keinen Zaun habe. Ach so. Ja, ich sollte wirklich dringend mal wieder öfter spielen. Nein, ich wollte was gucken, genau. Aber vorher mache ich erstmal die Taschen ein bisschen leer. So, sortieren wir mal kurz ein bisschen aus. Was haben wir noch? Das. Das wäre ich erstmal. Das kommt zu Stein, das kommt hier rein. Oder da war noch was. Das hier muss noch weg. Uff, ja, Holz kann ich eigentlich erstmal alles behalten. Außer die groben Stücke hier, die kommen weg. Und ansonsten würde ich sagen, was war das? Das war er, ne? Zack, ja, perfekt. Haben wir das Ganze wieder ein bisschen sortiert. Wieso habe ich eigentlich Eisenspitzhacken? Verstehe ich gar nicht. Wie viel Eisen habe ich noch? So, genau, das war ja die wunderschöne Ausbeute von damals. Ich glaube, wir brauchen 2, 5. Das heißt, mit 5 kommen wir theoretisch schon weiter. Alles klar, was haben wir noch? Eine Menge Kohle haben wir mitbekommen, eine Menge Eisen und eine Menge Redstone. Haha, Redstone. Da werden wir auf jeden Fall auch noch dran arbeiten. Aber ich muss jetzt erstmal was gucken. Und zwar, hier stehe ich dann so circa... Ja, so circa hier. Es würde ja eigentlich passen, aber ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen blöd. Und wenn ich hier stehe... Würde es rein theoretisch ja auch passen. Ich muss mal nach oben. Ich plane nämlich gerade was im Kopf. Und zwar würde ich, weil wir die Diamanten haben und weil ich mit 34 Level mir langsam etwas unsicher bin, die Monster jetzt schon anzuschalten, würde ich gerne direkt schon anfangen mit unserem Mix aus Astronomieturm und sonst noch was Turm. Astronomie, Verzauberungs... hyper, super, mega Spawn-Raum-Turm. Und natürlich auch gleich mit der XP-Farm drinne. Allerdings brauche ich dafür natürlich wieder ein paar Sachen. Und ich möchte dafür... Ich hatte ja ursprünglich mal vor, den Turm da zu bauen. Aber weil sich das dann irgendwie mit unserem, ja, gesamten Garten irgendwie nicht mehr so verträgt, finde ich, würde ich den doch ganz gerne lieber hier bauen. Am besten natürlich so direkt unterm... Sag schon. Unter dem, wie heißt denn das? Ach, wie heißt denn das Ding? Unter dem... unter dem Lager. Und da müssten wir dann mal ein bisschen gucken, wie ich das jetzt anstelle. Das ist nämlich ehrlich gesagt schwieriger als gedacht. So, weg. Hier war auch noch was, ne? So, haben wir auch gemacht. So. So, hier hinten war natürlich auch noch was frei. Wieso? Ach, da sind wir rausgekommen, ne? Bei der Höhle damals. Genau, da müssen wir auch irgendwann wieder zurück. Aber jetzt so ansonsten muss ich ein bisschen gucken. Hier muss ich ehrlich gesagt ein bisschen ratlos. Da oben? Ja, eigentlich nicht so. Ich wollte ja hier eigentlich was anderes bauen. Aber wenn ich ehrlich bin, obwohl... Eigentlich wäre es doch besser, wenn ich die ganzen anderen Sachen... Die ganzen Farmen, die ich bauen möchte... Irgendwo da hinten so einen großen Farmkomplex baue. Das wäre ja theoretisch besser. Theoretisch. Praktisch bin ich total unsicher. Nee, ich glaube doch, wir bauen hier auf der Fläche lieber eher den Astro-Turm. Obwohl, warte mal, kann ich den hier eigentlich bauen? Ist da drunter nicht hier direkt schon die Galerie? Die war doch direkt hier drunter, ne? Genau. Ups. Dann geht das nicht. Ach na, oh Mann. Wenn hier drunter die Galerie ist, dann kann ich dort ehrlich gesagt gar nicht bauen. Oh Leute, das ist doch jetzt nicht wahr. Ist doch jetzt blöd. Ehrlich jetzt? Jetzt kann ich da drunter nicht bauen. Nee, kann ich auch eigentlich nicht. Da ist ja die... Oh, Mann. Nee, komm, aber irgendwas muss ich da hinkriegen. Irgendwas passt hier nicht. Was ist denn hier auf dem Berg drauf? Hier müssen wir ja demnächst bei Gelegenheit nochmal alles abbauen. Uff. Aber den Turm so weit nach da hinten versetzen möchte ich ehrlich gesagt auch nicht. Das finde ich auch ein bisschen blöd. Wo könnten wir einen Astronomieturm bauen? Wie wäre es denn, wenn wir mal ein bisschen außerhalb... Wow.
ein bisschen außerhalb bauen, vielleicht. Alter, wenn ich jetzt. Nee, ist mir zu unsicher. Wenn wir vielleicht dort im Wald irgendwo dort den Turm hochzimmern. Und dann können wir ja da quasi. Nur Dschungelbäume hinsetzen. Haben wir aber später dann irgendwann. Und dann den quasi so ein bisschen in den Wald einhüllen. Das könnten wir eigentlich machen, ne? Wollen wir das machen? So, das machen wir mal, oder? Ich glaube, wir basteln den mal dort hinten. So, dafür. Okay, also Bastelplan ist gegeben. Bastelplan klingt auch sehr schön. Aber wir werden dann auch direkt dort unsere XP-Maschine bauen oder anbauen. Und zwar möchte ich die. Wir haben ja jetzt hier auf der Karte schon einige Spawner gefunden. Und weil mir das ehrlich gesagt viel was in New Optifine Version is available, HD. Das war aber mal A3, ne? Ne, ganz ehrlich, wenn in 3 Tagen 1.4 rauskommt, dann aktualisiere ich das jetzt auch nicht mehr. Und zwar hatten wir ja doch da hinten irgendwo. Ne, bei irgendwas wollte ich jetzt erzählen, habe ich natürlich wieder komplett vergessen. Genau, hier hinten. Irgendwo eine geeignete Stelle. Ich meine, wir könnten den Turm. Ich weiß nicht, so in Dorfnähe nicht, ne? Eigentlich, wenn dann eher dort bauen. Also so ein bisschen abgelegen. Und dann könnte man dort den eventuell anbinden. Und dann so mit dem U-Bahn-System nach hinten zu uns, oder? Meint er, das wäre was? Dann hätten wir nämlich eh gleich beide Sachen in einem, was ich sowieso vorhabe. Aber dann können wir gleich eine neue Baustelle anfangen. Ich glaube, ich mache das auch immer. Oh, ich habe ja den Standard-Skin. Warum eigentlich? Vielleicht kann mir das ja einer von euch auch mal erklären, wieso. Ich verstehe das immer nie. Irgendwie, an manchen Tagen habe ich den normalen Skin. Also den irgendwie, also den, den ich hochgeladen habe, einen Superman-Skin. Aber irgendwie auch nach einer anderen Zeit habe ich so einen, ich weiß nicht, so einen öden, irgendwie so einen, ja, den normalen Skin, diesen Steve-Skin. Ich verstehe das gar nicht, warum. Denn einloggen kann ich mich eigentlich immer. Sonst könnte ich ja jetzt hier nicht spielen. Das ist immer ein bisschen komisch, aber naja, gut. Da ist gerade eine Kuh verschwunden. Da ist er wieder. Na Mensch. So, ich brauche noch ein paar Schaufeln. Habe ich noch Sticks? Ja, 4 Stück. Wow. Boom, 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 ba, bam, bam. Ich hoffe, man merkt mir das nicht so groß an, dass ich irgendwie gerade ein bisschen neben der Rolle bin, habe ich das Gefühl. So, 2 Spitzen haben wir, das müsste eigentlich reichen. So, wie sieht's aus mit Steinen? Hier haben wir natürlich nur den Stein, aber ich bin der Meinung, ich hatte auch schon mal was anderes aufgesetzt. Hier nicht. Wo war denn? Nee, die waren hier nicht. Hier aber auch nicht. Wo sind meine ganzen Eimer? Sind die alle noch im Ofen? Habe ich die nicht rausgeholt letztes Mal? Hier nicht. Hier auch nicht. Auch nicht. Ach, hier. Schau an. Wo ist der Stein? Habe ich den verbaut? Habe ich den echt im Dorf verbaut? Ne, hier ist noch ein bisschen Stein. Hier ist auch noch was. Und hier ist nur ein Eimer. Hm, na gut. Wie gesagt, wir bauen den Turm auf jeden Fall aus Brickstone. Einfach, weil ich finde, ja, ich finde einfach, es sieht am besten aus. Hier so auch gerade so in der Landschaft und so. Sind wir ehrlich, da passt Brickstone irgendwie doch am besten. Und da können wir das auch gleich verpflanzen, gleich nutzen. Und dann haben wir im Großen und Ganzen eigentlich alles direkt drin und weg. So, jetzt kann ich aber auch gleich mal hier. Genau, okay, das war hier die freie Stelle da, oder? Nee, ich meine, ich habe das dunkle Holz gesehen, ne? Nee, das war das. Wohin? Na, auch egal. So. Ich brauche Lava aus dem Lavabecken. Habe ich eigentlich nur 6? Ja, okay, 6 Plätze habe ich im Inventar. Sowieso frei. Holen wir uns mal das gute Zeug. So, 2, 3, 4, 5, 6. So. Du, 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 du. Bam, 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 bam. Badam, bam, 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 bam. Da, da, da. Hier muss ich auch noch weiter bauen. Hier sollte ja die, was? Zu Domes Traumhaus. Ach ja. Barbies Traumhaus, wa? So. Genau, ich sollte ja ein bisschen was von Prag erzählen. Was soll ich da eigentlich großartig erzählen? Also, ich könnte ja mal sagen, dass die Reise eigentlich wunderschön war. Also, das war wirklich toll. Prag ist eine sehr, sehr schöne Stadt. Ist ja auch eine der einzigen Städte, die noch so eine große Altstadt haben. Da dort ja im, wann war das? Erster? Nee, Zweiter Weltkrieg. Ich glaube, Erster auch. Egal. Nicht so viel zerbombt wurde. Also wirklich eine. Alter, hau ab! Alter, jetzt geh doch mal weg, du blöde Tata. Ja, wie gesagt, eine wunderschöne Altstadt. Hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, da mal ein bisschen rumzugucken. Und was ich definitiv sagen kann, Prag macht müde. Also die Leute, die uns da begleitet haben, die haben uns auch schon direkt gesagt, Prag ist eine Stadt, die macht unglaublich müde, weil wirklich überall Kopfsteinpflaster ist.
Und Leute, ihr wollt nicht wissen, wie das ist, auf Kopfsteinpflaster zu laufen. Das ist